Okay, wir gehen einfach mal dann lang, würde ich sagen. Hier gehen die Maus gekommen. Ja. Was ist uns? Ist aber auch nichts, ne? Nichts, was irgendwie darauf hindeutet, dass hier noch irgendwas ist. Ja, du bist es. Du bist Stone Edge für Arme. Frag mich, ob man hier die Dinger kaputt machen kann. Als ob die irgendwelche Brunnen oder so random einbauen. Hier ist ein Weg, aber hier ist nichts. Gar nichts. Einfach nur ein Weg. Ich sehe aber auch nichts. Und hier ist die Brücke zum Anfangsgebiet, ne? Glaube ich. Oder? Was war denn hier? Ah ja, genau. Hau ab. Nun hab dich lieb, Pflanze. Alter, die macht da. Ich verwurzel mich. Ich bin vergiftet. Ich bin von allem vergiftet, Alter. Ich krieg so die Krise. Ja. Also langsam bin ich satt mit den Scheißpflanzen, Alter. Jedes Mal bin ich von irgendeiner Pisse von denen vergiftet. Ist ja unerträglich. Unerträglich. Neuer Kanal. Das ist hier Dorf Sandtor. What the fuck? Nein. Ich geh einfach weiter. Scheiß drauf. Hier ist der Rattenboss. Ich weiß nicht, ich glaube hier. Ich glaube hier ist sogar ein Geheimnis. Habe ich gleich mal auf TikTok gesehen. Können wir mal aussetzen. Ich weiß nicht, ob ich da reinkomme oder nicht. Ja. So, ausweichen gedrückt. Ich weiß nur nicht. Was soll ich machen? Okay, das ging nicht. Ich glaube, ich komme da nicht rein.
Er hat sich in irgendwas verwandelt, ich weiß aber nicht. Oder vielleicht muss man den Rattenkönig dagegen klatschen lassen. Ah, vielleicht brauche ich auch. Mist, da hätte ich den Geist nutzen müssen. Weil er so einen Kopfstoß verwendet. Unlucky. Ich glaube, dahinter ist sogar wirklich was. Ist hier hinter was? Ja. Da kam der Rattenboss her. Traue mich nicht mehr, Pflanzen aus dem Boden zu sehen. Aber bitte nicht. Okay. Feuerglockenblume. War ich hier schon mal? Oh, ich glaube, hier war ich schon, ne? Ah, ich meine, hier war ich schon mal. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, sorry, dass wir jetzt hier so ein bisschen rumlaufen, aber ich würde gerne so viel wie möglich einfach vom Spiel mitnehmen. Und viele Sachen sind halt ja auch einfach ein bisschen mehr versteckter. Wie es bei Souls Games halt immer so ist. Oder Souls-like Games. Ich weiß gar nicht, ob das schon zu einem richtigen Souls Game gehört, ja wahrscheinlich eher nicht, oder? Ich weiß nicht, ob das, ob Wukong da drunter zählt. Oder zumindest heißt Souls-like, ne? Like, also so ähnlich halt. Ich glaube, Stellar Blade war, glaube ich, auch Souls-like und nicht kein richtiges Souls Game. Guck mal, jetzt kann ich hier durchgehen. Hier ist ein Weg. Und hier ist auch ein Weg, oder? Das ist fucking mental. Ah, okay. Hier bin ich bei der... Aha. Bei dem Tiger. Das heißt, ich bin wahrscheinlich noch nicht geradeaus durchgegangen. Würde ich jetzt mal einfach so... theoretisch mal annehmen. Aber ich erinnere mich an diese Viecher. Vielleicht bin ich hier doch schon mal lang gegangen. Egal. Wisst ihr, was das Gute ist? Bei all dem Erkunden kann man immer noch Level farmen. Jo. Gönn doch einfach den letzten Kill Damage da. Ich habe ihn rausgezogen. Ich habe gedrückt, ich habe rausziehen gedrückt da. Und dann erst Angst bekommen. Manchmal vergisst man auch, dass die Pisser da... Okay, hier war ich schon. Alles klar. Wie gesagt, manchmal vergisst man auch, dass die Pisser da sich verstecken im Boden. 4 Points. Wo würde ich hier rein investieren? Hier nicht. Kann eigentlich mal hier in... ein Gedöns reinballern. Jede Talentstufe verkürzt die Dauer von Effekten der 4 Flüche leicht. Die kritische Trefferchance. Das maximale Mana. Nehme ich mit. Ob man hier auch irgendwas machen kann? Ich kann da keinen Geist beschwören.
Hier ist aber kein Weg, oder? Hört ihr ganz kurz an, dann hätte er gesagt, doch? To be honest, wenn ich jetzt in den Schrank gehe, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich war. Das ist ja die Steinruhe-Ebene. Ist das, wo ich gerade eben war? Wo der Typ im Boden ist? Ich glaube schon, ne? Nee. Was ist denn hier? What the fuck? Ich glaube, hier waren wir noch nicht, ne? Kann das sein? Ah, mein Nacken, ich kann nicht drehen. Aua. Junge, mach keinen Scheiß. Ja. Immer um mich herum springen, ist immer gut. Pisser. Ja, hau mir doch den Damage mit. Ja, Hauptsache, er kann noch sein Damage ausführen. Also, er kann noch seinen Senf abgeben. Wieso ist hier Wasser? Ein blauer Pferdemann? Na toll. Das hat mir ja gerade noch gefehlt. Ja, stark ins Gesicht, Junge. Wie gefällt dir das, ne? Noch ein? Ich hab gedrückt. Mann. Wenn die einmal treffen, dann ist es aber auch so, dass sie dann nicht mehr aufhören zu treffen. Du ahnst es nicht, ehrlich. Du ahnst es nicht. Egal. Her mit deinem Geist. Speerskelett. Skelett. Das ist ein Pferd. Okay. Da ist auf jeden Fall Feuer hinter Wasser. Bin ich ja irgendwie durch? What the fuck? Erhöht die Schadensreduktion leicht. Gewährt bei Littentreffen eine kleine Menge Fokus. Oha, maximale Mana. ...22.000 Dinger. Wie komme ich denn hier rein? Ich gucke jetzt nach, wie ich da reinkomme. Okay, okay, okay. Wir müssen... ...irgendwas freischalten. Von dem Heini, der da in dem Ding gefangen ist, wo er sagte, du musst erst in die Höhle, um mich hier rauszuholen. Aber... Ich bin gnadenlos an den Gegner vorbeigerannt. Ich weiß, ich habe jetzt einen Plan. Ich habe nur keinen Plan, wo der Mann im Stein ist. Aber den Reisepunkt werde ich schon finden. Hier nicht. Ist das da? Mal sehen. Das. Das sieht richtig aus hier, ne?
Glaube schon. Ja, ja. Er haut auch direkt seine Pissattacke rein. Du ahnst es nicht. Ich guck einmal ein Video, die laufen alle an denen vorbei, die Gegner. Der dreht direkt durch und haut mir direkt so eine Pissattacke rein. Lass mich. Ja, Junge, übertreib doch. Dann ist er hier lang. So, und dann ist der. Müssen wir mal gucken. Da ist er nicht. Der müsste dann hier, glaube ich, rein. Das soll nämlich die Höhle hier sein. Und dann hier. Hier links hoch, glaube ich. Ja, hier war ich noch nicht. Digga, da bin ich 500 Mal dran vorbeigelaufen, gefühlt, Alter. Ah, ja. Da vorne ist auch noch ein Gegner, den haben wir noch ganz. Ja, okay, du bist er wieder. Nein, hier ist so viel Gift. Ja. Ja, aber. Warum drehen die jetzt hier auf einmal alle am Rand? Alter, erst ist keiner triggert, jetzt sind alle triggert. Ja, er trifft mich. Ach nein, der ist auch noch triggert. Ich kann das alles nicht mehr. Nein, da ist ein Pferd. Ich bin vergiftet. Es ist alles so verloren. Es ist so ein. Das mit dem Gift ist so unheimlich nervig, ne? Holy shit, ist das ätzend. Geh einfach weg. So, jetzt kannst du kommen. Bin sowieso schon vergiftet. Ah, wo kommst du denn her? Ach Mann! Bin ich mal vergiftet. Let's go. Halb dead in den Bosskampf reingehen. Mann, hör doch endlich auf zuzutreten. Holy, bist du. Ja. Bro. Ey, ich. Alter, leck mich am Arsch. Es ist doch jetzt endlich gut. Oh. Junge, das sind so Gegner, die fucken einfach nur ab. Es fuckt nur ab. Es ist einfach nur penetrant. Ist derselbe Weg, ne? Ja. Ja. Lass mich doch einfach alle in Ruhe. Diese Giftpisser, die gehen mir so um den Sack. Ich kotzen. Ja. Man muss, dass man auch hier einen hinstellen muss. Ah.
Und das stackst du da rum, Junge. Du hast ja noch nicht mehr alle. Ach, Mann. Der ist immer noch triggert. What the fuck? Bro, du sollst doch nicht runterspringen. Ah, ich bin vergiftet. Ich hasse dieses Spiel. Ja, danke. Ja, jetzt. Jetzt weiß ich nicht, welchen Gegner du meinst. Du spielst wirklich einen Affen hier, Alter. Komm, steh doch mal auf. Und sowieso Trigger, zum geht nicht mehr dir direkt Beine. Folge mich wieder bis ins letzte Eck da der Map. Warum ist er da hinten triggert? Ja, genau, ja! Mach nix, Junge, ich kann nicht anvisieren, nix! Auf einmal steht er auf und prügelt um dich herum! Das ist denn sinnvoll? Ich hasse. Du bist eine Abs. Wer auch immer dich designt hat, der soll einfach elendig an. Daran leiden, dass er den ganzen Tag seine Ärmel im Wasser hat. Wenn er sich die Hände wascht, hat er wirklich. Ja, na, bist du Dacto-Pisser? Ich nicht. Ja, kannst du um dich treten, wie du willst, du nutzloses Mistvieh. Zack. Wenig Damage das auch machen, ne? Ah! Oh. Ja. Er macht einfach Damage in der Luft. Kannst du in die Haare schmieren. Ja doch, endlich kaputt, Junge. Wie viel hältst du? So lebst du immer noch. So fit dein Leben. Dann ziehst du nur so ab. Dann nur so und dann so. Holy shit. Was ein ätzendes Vieh. Das habe ich wirklich getriggert. Alter. Wolltest du nur hier hin? Pass auf, wird hier jetzt noch schlimmer, als ich schon komme. Ja, wo kommst du? Was machst du denn hier? Dich brauche ich jetzt überhaupt nicht, ehrlich. Gehst du ganz kaputt oder bleiben die Decksbeine noch übrig? Komm, spring raus. Was muss ich hier tun? Oh. Ja, wieder so unlucky. Ja. Warum bin ich immer so unlucky? Weißt du, Sammy, irgendwas erwacht ist? Gut. Au, oh, oh. Okay, es geht jeden, dann muss man also erst an. Ja. Fuck you, Alter. Du
Hier wird nach hinten vorgesprungen. Zack, Stapel abgeschoben. Ja genau, bleib mal hier, aua. Ah, ich werde wieder so ein Ping-Pong-Ball. Was ist das? Junge, ich sehe nichts außer Wand. Ach man, es ist immer... Oh. Es ist immer dasselbe mit diesen Viechern. Die kicken mich in alle Löcher. Pass auf, der steht jetzt auf und hat dann Phase 2. Ich sehe schon kommen. Affenarmee-Attacke! Greif die Steine an! Ich greif die Mutter der Steine an! So. Deine Sense. So, und die Viecher sind alle dead. Damn. So, meine Affen haben mir einfach als Decoy benutzt. Holy crap. Was ist hier? Hier war ich noch gar nicht. Guck mal hier, da sind noch Augen vom Buddha. Ja, damit. Ja. Me. What? Was habe ich jetzt getriggert? Ich verstehe nicht, wie ich das hier übersehen konnte. Wild, einfach wild. Einfach weil ich das wahrscheinlich nicht als wirklich Höhle wahrgenommen habe. Weil jetzt für mich, also eher so eine Unterführung oder so. Eine Höhle ist für mich ja, wenn du tief in den Abgrund gehst und dann da was ist, aber das hier war für mich jetzt einfach keine Höhle, so wirklich. Nope. Ja gut, im Grunde, ja, ist es eine Höhle, ne? Aber irgendwie... Warum leuchtet der so komisch? Ist irgendwas Spezielles? Du hast so komische Funken um dich herum. Hier, ja, ein Stabenarsch hast du jetzt. Ja, danke fürs Auszeichnungsspiel. Ja, gut. Aber die Füße stellen. Na, du kannst mich mal am Arsch lecken. Ich habe immer noch das Gefühl, dass irgendwas in dem Brunnen ist. Jetzt nimm mal so Brunnen. Mann, nimm mal die Scheißdinger da im Weg. Jetzt nimm mal so Brunnen, die ich nicht benutzen kann. Nein, tut nicht. Du auch nicht. Lass mich in Frieden, muss ich questen. Aua. Er ist auch noch ein Boss, Alter. You are fucking joking, right? Warum bist du... Warum bist du so?
Okay, ich brauche mehr Leben. In der Form habe ich mehr Leben. Ah, weg mit dir, Mann, Stein. Oh, you got me screwed! Oh, Mercy! 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 Bitte nicht sterben jetzt, Random. Korrekt. Bin tot. Arthur-Staub. Aus Arthurs blauem Staub erhebt ein Felsguai sein Haupt. Der Außerkrone verwandelt sich in einen Felsguai, der immun gegen alle vier Flüche ist. Erzeugt Macht, wenn er getroffen wird. Ich wollte es lesen, deswegen wollte ich nicht raus. Aber währenddessen kann man halt angegriffen werden und sterben. Ist halt smart vom Spiel. Smart. Ein Point, okay. Ist das eine Dingsumsatz, die ich bekommen habe? Ein Zauber. Ja. Azurstaub. Aus azurblauem Staub erhebt ein Felsguai sein Haupt. Der Außerkorone verwandelt sich in einen Felsguai, der immun gegen alle vier Flüche ist. Er erzeugt Macht, wenn er getroffen wird. Leichter Angriff, Erdstoß. Ah, warte mal, damit. Damit kann ich, glaube ich, auch unten das, wo ich sagte, da ist der Weg. Oder da ist, das ist ein Geheimnis. Damit kann ich, glaube ich, das auch zerstören. Glaube ich. Muss ich nochmal gucken, wo das war, der Ratteneingang da. Ja. Du mich auch. Ich glaube es zumindest. Wir probieren es einfach mal aus. Weil Anna hatte da, glaube ich, in den Kommentaren geschrieben, das soll eigentlich. Ich glaube, wenn der Rattenkönig hier oder der Alpha-Ratte gedönst, wenn der hier einen Angriff macht. Muss man dagegen laufen lassen. Aha! So, oh shit! Du lächerlicher Gegner, Alter. Dass du nicht gekommen bist, als ich hier dagegen geschlagen habe. Ich hab extra gewartet, bis ich meine die Gestalter verloren habe, ne? Und mir dann noch eingeben. Let's go! Geheimnisse! Danke, TikTok! Kuss! Auch wenn es mich ein bisschen gespoilert hat. Aber mehr weiß ich nicht. Ich wusste nur, dass der Eingang hier ist. Und dann sehen wir, was kommt. Bestimmt mega Gegner wieder. Die Lehren des Wukongs. Their minds yearn to ascend. Yet fame still holds sway. Their glory fades through time. In tombs of somber gray. Okay, das ist irgendeiner, der die Menschen hier leert oder so, und ich schätze mal, das hier vorne soll Sun Wukong sein. Lungschuppen. Steht da was bei?